Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ländli Talk, direkt aus dem Bregenzer Festspielhaus. Heute dürfen wir Ihnen einen weiteren Vorarlberger Bürgermeister präsentieren. Herzlich willkommen, Elmar Romberg. Grüß Gott. Herr Bürgermeister, danke, dass Sie gekommen sind, trotz Erkältung. Ich möchte gleich einsteigen. Sie sind Bürgermeister der Marktgemeinde Lautrach. Wie würden Sie denn jemanden, der den Ort nicht kennt, diesen vorstellen? Ja, wie Sie sagen, wir sind seit 25 Jahren eine Marktgemeinde. Wir sind im Herzen des Vorarlberger Rheintales eingebettet zwischen den beiden Städten Bregenz und Dornbirn. Im Norden die Bregenzer Ache, im Süden die Dornbirner Ache, im Osten die Berge und im Westen der Bodensee. Wir grenzen zwar nicht direkt an den Bodensee, aber wir sind ganz in der Nähe dieses tollen Sees. Wir haben knapp 10.000 Einwohner. Es gibt in Österreich, das ist immer so ein Vergleich, es gibt etwa knapp 2.500 Gemeinden in Österreich und Lautrach ist mit knapp 10.000 Einwohnern an der 74. Stelle. Man sieht also, dass im Vorarlberg durchaus oder gerade im Vorarlberg auch große Gemeinden sind von der Bevölkerungszahl her. Urkundlich sind wir seit 853, wurden wir erstmals erwähnt und wir haben uns von einer ursprünglich sehr bäuerlich dominierten Gemeinde zu einer größeren Wirtschafts- und Wohngemeinde mit, wie gesagt, knapp 10.000 Einwohnern entwickelt. Bei dieser schönen Aufgabe gibt es sicher einen strikten Tagesablauf. Sie sind der Bürgermeister einer 10.000 Einwohner zählenden Gemeinde. Wie sieht das hier aus? Ja, man ist im Prinzip von morgens bis abends, sage ich immer, und von Montag bis Sonntagabend im Dienst eigentlich. Ganz normal am Morgen aufstehen. Es beginnt am Morgen Studium der Zeitung, wie bei vielen Vorarlbergern. Dann geht es ins Büro. Dann kommt die Sekretärin, die berichtet, was sich am gestrigen Abend ereignet hat, was für Mails hereingekommen sind. Dann kommen die Abteilungsleiter. Und dann sind Termine, es gibt Sprechstunden für die Bürger und da müssen Sitzungen vorbereitet werden. Dann sehr oft sind Jubilare werden besucht, ältere Menschen, es gibt Krankenbesuche, man geht ins Pflegeheim, Menschen besuchen. Man ist eigentlich von morgens bis abends und ich sage nochmals von Montag bis Sonntag mit Menschen zusammen. Man hört viele Dinge, viele Anliegen, viele kleine Sorgen, große Sorgen. Also es ist ein sehr abwechslungsreicher, aber ein wirklich spannender Beruf. Jetzt ist es ja so, Lautrach liegt in der Nähe der Messestadt Dornbirn, in der Nähe der Landeshauptstadt Bregenz. Sie haben es jetzt gerade erwähnt, Lautrach hat einen guten Wirtschaftsstandort. Welche Musterbetriebe gibt es denn hier? Ja, also Sie sagen Messe und die Landeshauptstadt, das ist eine riesige Chance, das sehen auch viele Betriebe so und es freut uns, dass gerade Firmen wie die Firma Schertler Alge jetzt sich entschieden hat, ihren Firmenstandort, diese Firma ist eine alteingesessene Lautracher Firma, aber den Wirtschaftsstandort Lautrach mit ihrer Firmenzentrale gewählt hat. Auch die Firma Pfanner Getränke GmbH wird einen Neubau errichten und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass gerade solche alteingesessene Betriebe auch für die Zukunft in unserer Gemeinde planen, weil dann kann auch die Gemeinde planen. Das ist doch wichtig, glaube ich, für die Mitarbeiter, die dort arbeiten. Planungssicherheit, das gibt auch Sicherheit für die gesamte Bevölkerung. Kommen wir von der Wirtschaft zur Natur. Da fällt mir spontan in Lautrach ein, dass endlich vor der Haustüre ein großes Naturschutzgebiet liegt mit dem Jannersee, das Lautracher Ried. Wie kann man dieses Ried auch für die nachfolgenden Generationen erhalten und wie wichtig ist eben dieser Naherholungsraum für die Gemeindeverantwortlichen? Das Lautracher Ried ist das Naturjuwel und eine wirklich hochwertige und hochschätzbare Naturlandschaft, ein wesentliches Gebiet in unserer Gemeinde. Ich glaube, dass meine Vorgänger diese riesige Chance auch erkannt haben, dass wir dieses Gebiet schützen sollen. Und ich glaube, dass es eine zentrale Aufgabe eines Lautracher Bürgermeisters, auch langfristig und nachhaltig dieses Gebiet weiterhin zu schützen. Wir haben ein Natura 2000-Gebiet. Im Projekt Vision Rheintal war das ein ganz wichtiges Thema und es wurde
Gemeinde dort immer wieder über den Central Park Lautracher Ried, ähnlich wie in den Großstädten New York oder in London. Es gibt mitten im Rheintal, wo knapp 200.000 Einwohner leben, auch ein Naturschutzgebiet, und das wollen wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten hegen und pflegen. Herr Bürgermeister, wie sieht es denn in Lautrach mit der Freizeitgestaltung aus oder mit dem Vereinsleben? Wir haben ein sehr aktives Vereinsleben. Wir haben etwa 65 Vereine, ähnliches Spektrum wie in den Nachbargemeinden, Sportvereine, Kulturvereine. Wir haben auch exotische Vereine, wenn wir Karateverein, also es gibt ein durchaus sehr lebendiges Vereinsleben. Wir haben zwar eine starke Bevölkerungsentwicklung nach oben, und da ist es immer schwierig, können die Vereine diese Entwicklung auch mitgehen, und ich denke schon, das hat gut funktioniert in den letzten Jahren und auch in einer Zeit, wo vielleicht das Vereinsleben in unserer Gesellschaft nicht mehr so hoch angesiedelt ist, das funktioniert auch bis heute. Wir haben eine große Tradition bei Faschingsvereinen, wir haben eine Faschingszunft, wir haben eine Funkenzunft, also ein breites Spektrum. Herr Bürgermeister, jetzt haben wir sehr viel eigentlich gehört über die Gemeinde, vielleicht noch direkt gefragt, wie sieht das in Lautrach aus mit dem sogenannten Kirchturmdenken? Gibt es Kooperationen oder wie geht man hier mit dieser Sache um? Also wir sind eine selbstständige Gemeinde, aber wir haben viele Freunde, und ich erlebe das auch tagtäglich mit meinen Bürgermeisterkollegen, speziell in der Region Hofsteig. Wir sind eine von 7 Hofsteig-Gemeinden. Arbeiten wir seit vielen Jahren sehr aktiv miteinander. Meine Kollegen, ob das in Hard oder in Wolfert ist, das sind richtige Freunde auch. Also da spricht man miteinander. Wenn man ein Problem hat, dann ruft man einander gegenseitig an. Und da sind auch in der Zukunft wirklich hochinteressante Kooperationsmodelle möglich oder geplant. Wir haben zum Beispiel gerade in unserem Industriegebiet Lautrach Süd im Großraum Güterbahnhof, glaube ich, eines der hochwertigsten Standorte, Wirtschaftsstandorte von Vorarlberg. Und da wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten gemeinsam mit Kollege Christian Natter aus Wolfert und ich, gemeinsam mit dem Land und Vision Rheintal, ein mögliches Kooperationsmodell ausarbeiten, wie wir uns gegenseitig helfen können, dass gerade dieser Standort noch hochwertiger wird. Herr Romberg, meine Abschlussfrage: Was möchten Sie denn in Zukunft erreichen, umsetzen? Gibt es da irgendetwas, das Sie besonders reizt? Also von der Gemeinde her muss ich sagen, also meinen Sie persönlich oder von der Gemeinde her? Ich würde persönlich meinen. Persönlich. Also ich komme vom Sport, das wissen vielleicht die wenigsten, aber in meiner Teenagerzeit war Leichtathletik meine Welt. Das sieht man mir vielleicht heute nicht mehr so ganz an. Laufen, Sprint, Mittelstrecke war meine Welt, und das ist irgendwo immer in meinem Hinterkopf geblieben. Jetzt natürlich als Bürgermeister hat man in diese Richtung wenig Zeit, aber irgendwo so große Sportveranstaltungen, und wenn ich dann sehe, die Fußball-Bundesliga oder eine Fußball-Weltmeisterschaft oder Olympische Spiele, das wäre schon wieder einmal, wenn man Zeit hätte, so eine große sportliche Veranstaltung zu besuchen. Das wäre schon wieder einmal ein schönes Ziel. Herr Romberg, danke für das interessante Gespräch. Alles Gute bei Ihrem täglichen Aufgabenfeld. Dankeschön. Ja, das war's wieder. Eine neue Ausgabe vom Ländli Talk. Heute mit Bürgermeister Elmar Romberg aus Lautrach. Schön, dass Sie mit dabei waren.